Wenn wir unsere eigene Psyche verstehen, können wir unglaublich viel verändern, wenn es Dinge gibt, die wir an uns nicht mögen. Es geht jetzt nicht darum, dich schlecht zu machen und nur Fehler zu finden, sondern ihr kennt bestimmt Menschen, die dann sagen, ja, ich bin halt so, ich kann halt nicht anders. Du bist so aufgrund deiner Verhaltensweisen, die du von deiner Kindheit unterbewusst programmiert bekommen hast. Und das ist genau wie Autofahren. Wenn du einmal deinen Führerschein gemacht hast, dann fährst du wie von alleine. Das heißt, du musst gar nicht so viel nachdenken wie am Anfang. Wenn du zum ersten Mal in ein Auto einsteigst und deine erste Fahrstunde hast, sind das 1000 Sachen, auf die du achten musst. Und danach läuft es wie von alleine, wenn du es ein paar Mal gemacht hast. Und so auch unsere Verhaltensweisen in unserem Alltag. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du als Kind gelernt hast, dass du deine Meinung nicht sagen darfst, sonst gibt es Strafe von deinen Eltern. Viele von euch kennen das bestimmt, dass die Eltern was zu sagen haben, aber das Kind nicht wirklich viel mitzusprechen hat. Und du lernst von klein auf immer wieder, dass deine Meinung keinen Wert hat, sondern die deiner Eltern oder deines Vaters oder von wem auch immer. Wenn du dann erwachsen bist, kannst du deine Meinung, wenn du in einer Gruppe bist von Menschen, nicht sagen. Und viele machen sich dann fertig und denken, warum bin ich nur so? Warum traue ich mich nicht? Und dann gibt es noch so Leute, die dann Menschen, die ihren Mund nicht aufkriegen, fertig machen. Hättest du mal das und das sagen können? Nie kriegst du deinen Mund auf. Wenn du deine Psyche verstehst, dass du programmiert worden bist, die ersten 7 Jahre, gerade die, das waren die prägendsten. Und wenn du da gelernt hast, dass deine Meinung keinen Wert hat und dass du sogar bestraft wirst, wenn du den Mund aufmachst und etwas zu sagen hast, dann wird ein Anteil von dir geboren, also wir haben innere Anteile. Und dieser Geborene, der entsteht, der wird dich immer davor schützen, deine Meinung zu sagen, damit du die Bindung zu deinen Eltern behalten kannst, damit sie dich nicht kritisieren, damit sie dich nicht fertig machen, damit sie nicht sauer sind auf dich, sondern stolz auf dich sind, weil du bist ja immer so brav und hältst dich immer schön zurück. Und dieser Anteil beschützt dich und wird immer dafür sorgen, dass du nicht deine Meinung sagst, weil das zu gefährlich ist. Bist du jetzt ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau? Und es ist wichtig, jetzt deine Meinung zu sagen, wird dieser Anteil, und du bemerkst das nicht, das ist alles unterbewusst, dieser Anteil wird dich zurückhalten. Er wird dich zurückhalten, weil er dich davor schützen möchte, dass du die Bindung zu den Menschen um dich herum verlierst, dass du bestraft wirst, dass etwas passiert, was dir nicht gut tut. Wenn du das verstehst, dann kannst du mit dir selber arbeiten und mit deinem inneren Anteil, ne, diesem Anteil zeigen, dass du jetzt erwachsen bist, dass du die Bindung zu den Menschen um dich herum nicht dringend brauchst, wie als du Kind warst. Und das ist natürlich wieder von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind sehr, sehr abhängig und verdienen nicht ihr eigenes Geld und sind wirklich abhängig zu der Bindungsperson. Da gibt es nochmal andere Dinge, an denen man arbeiten kann, um in die Selbstwirksamkeit zu gehen. Selbstwirksam bedeutet zu sehen, dass du auch in der Lage bist, etwas in deinem Leben zu schaffen, zu erreichen und für dich selbst zu sorgen. Also ihr seht, das sind verschiedene Dinge, wo man drauf schauen kann. Wichtig ist aber zu verstehen, dass deine Psyche zwar schon von dir geformt wird, aber von Anteilen, die in dir sind, die dich beschützen möchten. Und als Kind bist du einfach gnadenlos abhängig von den Menschen, die dich erziehen. Und wenn die brutal sind, wenn die, selbst wenn sie nun nicht mal brutal sind, sondern oft strafend und oft kritisierend, wird dieser Anteil dafür sorgen, dass du dich zurückhältst, damit du die Bindung aufrecht erhältst. Wenn du das verstehst, kannst du so vieles an dir verändern. Überlege nur, wie möchte ich sein? Wie will ich von meinem Charakter her sein? Möchte ich selbstbewusster sein? Mehr meine Meinung sagen? Mehr zu mir stehen? Mehr an mich glauben? Und dann kann man passend dazu verschiedene Aufgaben machen. Ne? Mehr an mich glauben. Also was kann ich im Außen tun, um mehr an mich zu glauben? Dinge tun, die dir Spaß machen, wo du Ergebnisse siehst, gibt dir mehr Selbstbewusstsein. Und da würde ich klein anfangen. Mit Dingen, die du auch wirklich schaffst und nicht Dinge, die viel, viel zu groß sind. Das Thema eigene Psyche verstehen ist so vielfältig, so tief und so groß. Ich wollte es hier nur kurz anreißen. Wenn du mehr dazu willst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis dann.